Die russische Flagge flattert über dem Krankenhaus in Lysychansk. Die Stadt wurde am Wochenende von den russischen Streitkräften eingenommen. Überall sind Zeichen der jüngsten Kämpfe zu sehen. Zerstörte Fahrzeuge stehen auf den Straßen. Anwohner winken den separatistischen Soldaten zu, wenn sie vorbeikommen. Viele von ihnen sind nach Tagen im Untergrund gerade erst wieder aufgetaucht. Unterstützung für die ukrainischen Truppen scheint es kaum zu geben. Viele derjenigen, die zurückgeblieben sind, sagen, sie seien froh über die Wende der Ereignisse. Ich möchte schreien, schreien vor Freude. Ich kann nicht für andere Leute sprechen, aber zumindest in meinem Umfeld fühlen alle dasselbe. Ich denke, dass die Russen mir ähneln und ich den Russen ähnle. Lysychansk war die letzte große Stadt in der Region Luhansk, die an pro-russische Truppen gefallen ist. Mit der Ausgabe von Lebensmitteln versuchen die einrückenden Truppen, die örtliche Bevölkerung für sich zu gewinnen. Hier etwas Buchweizen und Nudeln. Haben Sie Wasser? Wir sollten welches haben, ja. Kann ich bitte eine Flasche haben? Ich kann nicht weit gehen, um Wasser zu bekommen. Ermutigt von den separatistischen Kräften hissen Kinder die Flagge der Roten Armee. Einige Einwohner klatschen, während sie zusehen. Für die Zukunft Russlands.